Hallo Freunde, heute mal mit einem Video, das so mehr an die weiblichen Zuschauer unter euch gerichtet ist. Einfach weil ich irgendwie immer viel zu oft über Frauen läster und ich hoffe irgendwie, ich kann das jetzt damit wieder ein bisschen gut machen. Deswegen heute meine persönlichen Top 10 Dinge, die Männer an Frauen mögen. Nummer 1. Männer finden es super toll, wenn Frauen aufregend sind. Es macht als Frau, glaub ich, echt einen Eindruck, wenn du zu deinem Kerl sagst, dass du mit ihm rausgehen willst. Nimm das Ruder mal in die Hand und sag zu ihm, dass du jetzt gerne ins Kino gehen würdest mit ihm. Oder irgendwo im Park einfach auf eine Wiese liegen. Frauen machen mit sowas echt Eindruck auf Männer. Und passiert eigentlich wirklich extrem selten. Mega schade eigentlich. Sei redegewandt. Männer finden es super toll, wenn Frauen auch redegewandt sind. Also nicht immer nur ja, brav, arm sagen und immer nur abnicken und immer nur mitgehen, sondern auch einfach mal so boom, dagegen halt. Vielleicht nicht zu hart, aber mitbedacht. Und auch nicht den Kerl jedes Gespräch gewinnen lassen. Das macht die Sache spannend und hält vor allen Dingen auch die Diskussion am Laufen. Wenn er sowieso weiß, dass er jede Diskussion gewinnt, warum sollte er dann noch mit euch diskutieren? Männer stehen total drauf, wenn sie nicht immer kriegen, was sie wollen. Auch wenn du den Typen ohne Ende magst, sag nicht immer ja und amen, sondern sag auch einfach mal nein. Wenn du einem Kerl gegenüber wirklich interessant sein möchtest, dann gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als wirklich auf einen Kerl ständig einzugehen. Wenn er nämlich merkt, dass du wirklich jedes Mal ja sagst und ihm überhaupt keine Gegenwehr leistet, dann weiß er, er hat dich und ab da wird er dich sowieso nur noch wie Dreck behandeln. Denn ab genau diesem Zeitpunkt wirst du für ihn uninteressant. Und wenn du gut aussiehst, wird er ab dort in dir nicht mehr als nur noch ein schönes Wochenende sehen. Dann wird er aber trotzdem sagen, dass er dich liebt und allerspätestens 2 Monate später verlässt er dich wieder. Männer stehen auf Frauen, die Humor haben. Humor hält meiner Meinung nach wirklich Nachreden Beziehungen am besten am Laufen. Denn auch wie einem vielleicht schon so auffällt, ist man immer mit den Menschen am besten befreundet, mit denen man denselben Humor hat. Das heißt, ihr solltet nicht nur denselben Humor haben, sondern ihr solltet auch selber ein bisschen witzig sein. Bringt ein bisschen Spaß rüber, verarscht den Kerl mal oder so, aber halt so, dass er es witzig findet. Seid witzig Kerlen gegenüber und sie werden es euch wirklich danken, indem sie euch dafür mögen werden. Und ganz wichtig bei Humor, lieber waren 3 von 4 Witzen überhaupt nicht lustig, anstatt dass man einen guten nicht macht, weil man Angst hatte, dass er schlecht ist. Zeigt deinem Kerl gegenüber Vertrauen. Beziehungskiller Nummer 1 ist wirklich nicht Vertrauen. Es gibt ja immer so Mädels, die gucken bei ihren Kerlen aufs Handy oder checken ihre Facebook-Nachrichten, weil sie irgendwie Angst davor haben, dass sie ihnen fremd gehen. Es gibt wirklich kaum etwas Schlimmeres, als Kerl festzustellen, dass dir deine eigene Freundin nicht vertraut. Denn ich würde mal behaupten, in 95% der Fällen ist diese Angst unberechtigt. Wenn er nämlich weiß, dass er nicht fremdgehen wird, aber sieht, dass ihr denkt, dass er fremdgehen könnte, dann wird er sehr, sehr traurig sein und auch euch gegenüber nicht mehr sehr viel Vertrauen haben. Deswegen gibt auch Männern Freiraum und versucht nicht, sie zu kontrollieren. Das geht nie gut aus. Männer mögen Frauen, die ein Ziel vor Augen haben. Sei es jetzt nur für diese Woche oder sei es für ihr ganzes Leben. Es macht wirklich Eindruck auf einen Mann, wenn er sieht, dass eine Frau weiß, wo sie hin will. Und ich rede jetzt nicht davon, dass sie weiß, dass sie jetzt gleich zu H&M will, sondern ich rede davon, dass sie weiß, dass sie das und das mal erreichen will in ihrem Leben. Das muss nicht mal Karriere sein. Das kann auch schon sein, wenn er weiß, dass sie in 10 Jahren mal ein Kind haben möchte. Das ist einfach so. Okay. Männer mögen Frauen, die sich natürlich schminken. Man sieht auf der Straße immer so viele Frauen, die mit so viel Make-up im Gesicht rumlaufen, dass man wirklich Angst hat, dass sie gleich vorne überkippen wegen dem ganzen Gewicht in ihrem Gesicht. Und man fragt sich wirklich, wie schminken die sich abends ab? Mit Hammer und Meißel? So duff, 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 duff. Das ist nicht schön. Und das wirkt auch nicht auf Männer. Es wirkt auf Männer, wenn er weiß, dass es eine wahre Schönheit ist. Nicht, wenn er sieht, dass sie sich besonders viel Make-up ins Gesicht klatschen kann. Mädels, schminkt euch natürlich. Das macht deutlich mehr Eindruck und wirkt auch deutlich seriöser. Denn wer viel Make-up trägt, der verbirgt irgendwas. Ich habe schon oft bemerkt, dass Frauen, die sehr schüchtern sind, viel Make-up tragen. Männer nehmen so etwas wahr. Und mal davon abgesehen, sieht es scheiße aus, wenn man einfach sieht, dass hier irgendwo so ein fetter Make-up-Rand ist. Und man denkt so, ey, wie viel Millimeter Schminke sind das jetzt? Geh als Frau niemals, 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 niemals fremd. Oder sag einem Kerl auch niemals, dass du schon mal fremdgegangen bist. Denn sobald er weiß, dass du jemals fremdgegangen bist, kann er dich nicht mehr ernst nehmen, weil er automatisch davon ausgehen muss, dass du das bei ihm genauso tust. Denn wenn er mitbekommt, dass du ihm fremdgegangen bist, dann wird er dich ins Gesicht schlagen. Okay, nein, aber er wird dich nicht mehr ernst nehmen können. Und er wird dich ab da behandeln wie Dreck. Dann bist du für ihn gestorben, weil dann wird er dich nur noch als Sexobjekt ansehen können. Männer mögen Körperkontakt. Also selbst wenn ihr noch nicht zusammen seid, umarmt ihn, wenn ihr euch trefft. Oder gebt ihm mal einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Vor allen Dingen, wenn du auch das einzige Mädel bist, das du das bei ihm machst, dann wird dein Ranking hier oben landen. Direkt. Auf Anhieb. Das heißt jetzt nicht, dass du ihm die ganze Zeit am Arm klemmen sollst und ihn nicht mehr loslassen sollst, sondern einfach mal so immer wieder dezenten Körperkontakt suchen und er wird dich sehr dafür mögen. Auf sowas stehen Männer total. Männer stehen auf Frauen, die auch denken wie Frauen. Das heißt im Umkehrschluss, Männer stehen nicht auf Frauen, die Moralvorstellungen von Männern haben. Wenn er merkt, dass du im Kopf tickst wie ein Mann, das ist überhaupt nicht cool. Vor allen Dingen möchte dein Kerl auch keine Freundin haben, die er als 5. Typen in der Runde vorstellen muss. Okay, das ist nicht das Hauptargument, aber
Wenn du eine Freundin als Kerl hast, dann möchtest du wirklich, dass es einen Kontrast zwischen deinen und ihren Vorstellungen gibt, denn ansonsten hättest du auch einen Kerl nehmen können. Also sei weiblich, von deiner Verhaltensweise, von deiner Redensart und auch von deinem Denken. So, sag mir mal, was ihr denkt. Findet ihr, dass das richtig ist? Dann gib mal einen Daumen hoch. Und jetzt gerade speziell an die Jungs, schreibt mir mal in die Kommentare, mit wie vielen Punkten ihr da mit mir übereinstimmt. Und hey Mädels, wenn ihr jetzt noch eine Freundin habt, die noch nicht so sicher im Umgang mit Kerlen ist, dann zeigt ihr dieses Video und ich bin mir sicher, sie wird sich freuen. Jo, schaut jetzt noch hier das letzte Video und wenn ihr irgendwie noch ein bisschen sexuelle Hilfestellung sucht, dann guckt jetzt noch hier unten das Video an. Ansonsten war es das jetzt. Wir sehen uns dann bald wieder, also am Freitag im nächsten Video. Also bis dann, macht's gut, ciao!